Wir nehmen euch heute mit hinter verschlossene Türen. Fernab vom normalen Besuch hoch oben im Deutschen Drahtmuseum arbeiten Holger Lüders und Sarah Schöpp als Restauratoren und verleihen den Exponaten in mühseliger Kleinarbeit neuen Glanz. Ja, wir sind hier zusammen im Deutschen Drahtmuseum und etwas genauer in der Restaurierungswerkstatt der Museen Burg Altena. Ich bin Restaurator für Möbel und Holzobjekte. Und daher haben wir natürlich hier in der Werkstatt in erster Linie tatsächlich Möbel, Rahmen oder eben einfach allgemein Holzobjekte, die hier bearbeitet werden können. Ja, das ist, beginnt im Grunde damit, dass man sich auch mal ein bisschen Zeit erst nimmt, bevor man loslegt und sich das Objekt erstmal in Ruhe anschaut. Und dann sieht man, wo die Schäden sind. Also bei diesem Stuhl sind es auch in erster Linie konstruktive Dinge. Aber es geht hier auch vor allen Dingen um die Oberfläche, um die Verschmutzung. Bei so einem Stuhl, der dann 200 Jahre, 250 Jahre in Benutzung war, muss man eben davon ausgehen, dass dieses Objekt immer wieder überpflegt worden ist mit Pflegemitteln, die dem Objekt mehr oder weniger zuträglich waren. Also hier ganz speziell an diesem Objekt haben wir enorme Schichten von Wachsen, die gerade die unteren Bereiche überziehen. Also ich heiße Sarah Schöpp und ich bin FSJlerin. Es gibt die IJGD, das ist eine Jugendbauhütte und da kann man sich dann bewerben. Und dann kann man sich Einsatzstellen aussuchen und ich habe mir halt diese hier ausgesucht. Ich mag das generell, wenn Möbel wenn Objekte alt sind und eine Geschichte haben, die sie vielleicht erzählen. Und generell mag ich das sehr gerne, wenn man so ganz fein an Sachen und sehr lange daran arbeiten muss und mit sehr viel Geduld arbeiten muss. Und das habe ich halt sehr gerne. Also mein aktuelles Projekt ist dieser Stuhl hier. Ich nehme die Oberfläche etwas ab, weil die etwas überreinigt, also überpflegt ist. Ich habe hier einmal Ethylacetat für die härteren Stellen, wo es wirklich richtig verkrustet ist und ins Holz eingezogen ist. Und dann habe ich einmal Reinigungsbenzin für die etwas abgegriffenen Flächen, wo das noch ein bisschen entspannter ist. Also man kann es auch kaputt machen, wenn man zu viel rubbelt, also wenn man halt mehr Schichten abnimmt, als man jetzt eigentlich abnehmen wollte. Also jetzt zum Beispiel hier sind ja sind die hinteren Pfosten komplett runtergerieben vom Wackeln auf dem Stuhl und dadurch sind die Zargenbretter liegen auf dem Boden und das muss auf jeden Fall wieder angehoben werden und dann werde ich hier Holzergänzungen vornehmen mit demselben Holz, woraus der Stuhl ist und das dann farblich angleichen. Also wir haben oben ein Holzlager, wo wir verschiedene Holzarten lagern und da können wir gerne jetzt mal hingehen. Und dann ging es hoch oben auf den Dachboden, auf dem die mehrere hundert Jahre alten Hölzer für die Restaurierung lagern. Also diese Dachkonstruktion hier ist sehr besonders, weil das ist eine Zöllinger Dachkonstruktion. Das ist eine Konstruktion, die sehr schnell und einfach zu bauen geht und sehr stabil ist. Sie wurde in den 1928er Jahren errichtet. Ja, die alten Hölzer bekommen wir vielfach über Mundpropaganda. Da gibt es mal Hinweise von Kollegen, dass die einen Tipp bekommen haben. Man tauscht auch mit anderen Kollegen. Manchmal, wie in dem Fall der Eiche, ist es auch so, dass wir von Tischlern, ehemaligen Auflösungen etwas bekommen. Es geht bei uns nicht um Mengen. Es geht eigentlich darum, eine große Vielzahl von verschiedenen Furnierbildern und Holzbildern zu haben. Deshalb brauchen wir eher viele kleine Stücke, damit wir sie passend für unsere Objekte auswählen können. Also um mit so Lösungsmitteln zu arbeiten, braucht man auf jeden Fall immer Handschuhe, weil das sonst sehr schlecht für die Haut ist. Es ist auch wichtig, einen Abzug dazu zu nehmen, weil auch bei dem Auftragen der Lösungsmittel Gase entstehen können. Und ich würde jetzt mit dem etwas leichteren Lösungsmittel anfangen, um erstmal zu testen, wie schlimm die Fläche auch ist und erstmal mit dem hier. Ist auch wichtig, erstmal schon viel zu nehmen, damit das auch angelöst wird. Und dann sieht man auch schon, wie es heller wird.
und sich die überpflegte Schicht löst. Wenn man es dann abnimmt, ist es schon ein klein bisschen anders. Man sieht auch an dem Tuch, was man da schon weggenommen hat. Also ich versuche das immer so auf einen möglichen einen Farbton zu kriegen, zum Beispiel wie hier die Sitzfläche schon ist oder hier diese Fläche, dass es also möglichst alles einen Farbton hat. Es ist halt alles sehr zeitaufwendig, aber es lohnt sich dann auch. Der nächste Ort ist so geheim, dass wir ihn tatsächlich nur von innen zeigen dürfen. So viel sei jedoch gesagt, wir befinden uns immer noch in Altena. In der Schatzkammer des Märkischen Kreises lagern mehrere hundert Gemälde und Exponate auf ihre Ausstellung oder Restaurierung. Ja, diese Gemäldezuganlage ist jetzt zwar auf diesen Raum zugeschnitten, angepasst. Also wir haben eben versucht, das Maximum hier quasi flächenmäßig rauszuholen. Das sind immerhin um die 230 Quadratmeter, die wir hier unterbringen können. Aber es ist letztendlich natürlich ein Modul, was beliebig erweiterbar ist. Ja, wir haben jetzt nicht nur diese Gemäldezuganlage an sich, sondern wir haben eben in dem Raum jetzt die idealen Bedingungen, die dafür sorgen, dass wir die Objekte auch für die Zukunft zukunftsträchtig lagern können. Wir haben einmal eine wandgebundene Befeuchtung, eine Raumbefeuchtung und wir haben Sichtschutzvorhänge, sodass auch das direkte Sonnenlicht eben hier in diesen Raum nicht eindringen kann. Und wir deshalb davon ausgehen können, dass wir die Objekte so lagern können, dass sie eben in einem wirklich guten Zustand präpariert sind. Die geheimen Türen und meistens unsichtbaren Mitarbeiter, die sich mit viel Herzblut um die wertvollen Ausstellungsstücke kümmern. Das sind zum Beispiel Holger Lüders und Sarah Schöpp.